Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns, Pion und Dragisch, mit mir, Disrespective Benjamin, wie auch immer, und mir, Richie, wie auch immer. Ja, wir spielen gegen die Furious Flames, gegen Patrick und Jonks. Wir sind spät dran und wir halten uns kurz. Ja, Spieler 3. Einfach reinhauen. Ich fange jetzt mal ausnahmsweise mit dem ersten Pokémon an. Und zwar haben wir mit dabei Smogmogala, Black Sludge für Recovery, physisch-defensiv. Brauchen eigentlich nur eine Attacke, Willow für die physischen Mods, um zu krüppeln, Pestle für Recovery und Clearsmog, damit sie sich nicht aussetzt. Zweites Mal Altaria, Boots, mal nicht Überreste. Hauptsächlich für Grill Cheetah, generell Special Wall, wir checken auch viel von Ampharos. Und von Phandra, wenn es nicht gerade Draco ist. Ja, und schneller als vieles im Gegnerteam. Dann haben wir Aggron mit einem sehr speziellen Set, und zwar spielen wir ein neutrales Wesen, damit wir mit Ice Beam potenziell Torterra Turret-Killen können. Wir haben die Anti-Kampfbeere, um halt Kampf-Courage bei vielen Mods einfach einmal zu überleben. Und ansonsten haben wir noch zwei Attacken und Rocks. Genau, dann spezielles Coco-Weiß-Set. Wir sind absolut Min-Speed. Wir spielen nämlich Trick Room, wir haben noch Setup-Optionen mit Calm Mind. Double Step, Giga Drain, Psyshock, trifft alles mindestens neutral. Slimeox ist auch One-Hit-KO. Und Shelterer macht uns nicht viel, da können wir tappen, wenn es defensiv ist. Und Porygon und sowas, vielleicht. Dann haben wir noch die Böllermaus, Raichu, Choice Specs, ziemlich simples Set. Das, was die letzten Spieler gemacht haben, machen wir jetzt mit Raichu. Einfach draufbashen mit starken Stabs, hier und da mal ein Predict raushauen, vielleicht mit Signal Beam, und dann wird es was. Genau, und letztes Mal wieder ein bisschen spezieller für Boot. Wir haben den Elektroball für das P-Lipper, ansonsten drei physische Moves, Prio und Momentum und Low Swap für sowas wie Boltorus und Porygon. Okay. Genau, das war das Team. Dann sehen wir uns gleich im Kampf. So, ab geht's. Wir sind im Kampf und ist schon wieder viel zu lange her. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, was wir sonst noch so im Kader hatten. Ich glaube, all in all war schon das, was so am erwartbarsten war. Ich glaube, Furnifras hatten die noch. Haben die ES mitgenommen? Müsste sein, oder? Amigento und Shelterra. Der Shelterra ist kein ES, oder? Doch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genau, Siberio ist dabei, das war nicht unbedingt zu erwarten. Porygon und dieser Geist eigentlich auch nicht. ansonsten haben wir eigentlich ein recht stabiles Matchup. Specs Raichu sieht sehr stark aus. Mit Voltwechsel, da ist zwar Shelterra, aber für das haben wir eigentlich drei Switch-Ins, und eine wo der nicht viel macht. Genau. Eigentlich handelt unser ganzes Team das Shelterra. Und ja, wir können. Warte mal, was war denn unser Lead? Weißt du das noch? Einmal kurz Pause, Moment. Und Pelipper ist nicht dabei, fällt mir so ein. Das heißt, der Elektroball auf Kickerlo ist vielleicht ein bisschen useless, aber ja, für den Flex haben wir es trotzdem natürlich eingepackt. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Beim Lead, oder? Ja, genau, der Lead würde jetzt als nächstes anfangen. Weißt du noch, was wir hatten? Ich weiß nicht mehr. Wir hatten lange Zeit überlegt, ob wir mit Kickerlo machen, weil der eigentlich gegen die meisten Sachen gut aussieht und gegen sowas wie diesen Drachen mit Sucker Punch was machen könnte. Waren aber halt immer, muss dann auch Angst davor haben, dass es ein Subset ist mit diesem Drachen. Und dann wäre Sucker Punch halt schlecht, weil der Drache ist tatsächlich gar nicht so ungefährlich offensiv. Vor allem wenn er hinter einem Sub ist, würde er deutlich nerven. Ich glaube, wir haben aber trotzdem mit Kickerlo geleadet. Ich würde einfach mal jetzt kurz reingucken, aber Play. Ne, wir haben mit Weezing Gala geleadet, genau, wir haben es dann doch unentschieden, genau. Weil wir mit dem Drachen als Leader am ehesten gerechnet hatten und gesagt haben, dass wenn Torterra geleadet wird, kann der uns mit keiner Attacke wirklich treffen, weil Gras im Boden resistet wird, und dann können wir wenigstens ein bisschen abfacken schon. Genau, und die Gegner haben auch wenig, was den eigentlich umboxt. Das ist schon. Also, Weezing könnte schon sehr stark sein. Der Shisha-Schlauch, wie ich ihn liebevoll nenne. Genau.
Dann fange ich jetzt einfach mal an. Also First Turn, wir sehen der Drache, der ist drin. Jetzt ist halt das Ratespiel, was für ein Set das ist, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Höchstwahrscheinlich werden sie sowieso erstmal auf U-Turn gehen. Was wir dann jetzt auch sehen, dass sie das gemacht haben. Wir sehen anhand des Schadens leider noch nicht, ob das jetzt ein damage-boostendes Item ist oder nicht. Weil das halt von der Roll her beides sein kann. Gehen auf den Strange Steam, falls sie drin geblieben wären, ist auch unsere stärkste Attacke. Wir sehen, Porygon kommt rein und Porygon bekommt ziemlich viel Schaden dafür, dass es ein Porygon ist. Also gucken wir nach und sehen, dass es auch ein Fist-Def ist und kein speziell defensives Porygon. Beziehungsweise es könnte auch offensiv sein an dem Punkt, aber ich glaube, das normale Porygon spielt man jetzt nicht so oft offensiv. Genau. Ja, gehen jetzt aber hier raus, weil wir erwartet haben, dass entweder irgendeine Psychic-Move kommt oder irgendeine Ice-Type-Attacke und Stolas resistet beides. Und können so dann schon mal offensiv Momentum so gesagt generieren. Und auch wenn dieses Porygon Fistiff ist, nimmt es Attacken von Aggron nicht so gerne. Das sehen sie auch so und gehen raus in Torterra. Haben wir ja schon vermutet und gehen deswegen auf die Rocks. Und ja, haben jetzt unsere Rocks draußen und in Torterra haben wir eigentlich viele Switches. Das heißt, das ist jetzt nicht so das Problem. Wechseln wir noch raus in Executor, machen hier also wieder einen offensiven Switch. Einfach aus dem Grund, da Executor jetzt nicht die vielen Momentum-Moves in unserem Team hat, um ihn reinzukriegen. Und das war eine gute Chance. Und wir sollten diesem Torterra eigentlich guten Schaden machen, vor allem da wir davon ausgehen, dass es Fistiff ist, da es in Stolos reingewechselt ist. Und ja, die wechseln raus in Ampharos erstaunlicherweise. Wir denken uns, okay, Gyarados soll guten Schaden machen, sehen anhand des Schadens aber, dass es einfach komplett Spedef ist mit Assault Vest. Ja, also weniger Schaden kann das gar nicht kriegen davon. Und wir sind absolut Min-Speed wegen Trick Room, deswegen müssen wir hier auch rauswechseln, denn Ampharos kann die Ampelleuchte im Set haben und der hat nicht so viel Coverage-Zeug, also wird er es auch dabei haben. Und da kommt auch schon die Ampelleuchte und wir werden verwirrt, das ist nicht weiter schlimm, außer wir hitten uns selber. Aber wir kriegen Toxic raus. Das ist super gegen dieses Porygon. Eigentlich macht uns das nicht so viele Sorgen, aber kann ja nicht schaden, den mal auf dem Timer zu haben. Generell Toxic trifft alles im Team, also war ein ziemlicher No-Brainer. Und jetzt wollen wir erstmal schauen, was er noch so vorhat. Wir missen unsere Attacke, das ist ziemlich egal. Hätte er wieder alles hochgeheilt. Und wir wollen ein bisschen das Moveset scouten. Ich habe eigentlich mit einem Teleport gerechnet. Der kommt aber nicht. Dafür der Ice Beam. Aber wir haben vorher rausgekriegt, dass wir das überleben. Und wir haben ein Ruheort im Set, wo wir den Flugtypus verlieren. Und dann macht das nur 36% Schaden. Also prinzipiell können wir einfach gegenstrollen. Ja, was mir da einfällt, ist, in dem Punkt waren wir noch verwirrt, weil Porygon mehr Schaden gemacht hat, als unser Kalk es erwähnt hätte. Wir aber vom Investment eigentlich sicher waren, dass es nicht offensiv investiert ist und haben dann erst gecheckt, dass Porygon die Analysefähigkeit hat, dass es dann, wenn es als zweites Move mehr Schaden macht. Yep, kann man mal vergessen. Ja, Gegner waren noch sehr stark, wechseln hier in den Drachen und hier war eine 50-50. Die sind einfach drin geblieben auf den möglichen Draco und Altaria zu verlieren ist eigentlich nicht nice. Wir haben trotzdem riskiert, da wir auch keinen Shadow Ball Switch in haben und die Gegner quitten an der Stelle, das ist sehr ärgerlich. Ansonsten hätte man nämlich noch einen Shadow Ball danach getankt und hätten uns auch wieder gegenheilen können. Möglicherweise war es auch nicht hier der richtige Play, schon auf EQ zu gehen, wir hätten erstmal auf Ruheort gehen sollen. Aber ja, es ist halt so gekommen. Wir hätten im Normalfall noch zwei getankt, aber war leider nicht so. Ja, und dadurch sterben wir jetzt an dem Shadow Ball. Jetzt haben wir eigentlich nicht so viele Optionen. Wir haben Kickalo als Option, aber da können sie einfach hart rauswechseln. Sucker Punch geht ins Leere und es bringt gar nichts. U-Turn ist aber riskant, weil falls wir sind halt langsamer und die könnten uns einfach mit dem Draco rausnehmen. Das macht einfach genug Schaden nach oder kann genug Schaden machen mit Specs. Okay, die sind jetzt gelockt in Shadow Ball, aber trotzdem. Aber die können halt einfach rauswechseln, deswegen wollten wir einen anderen Move machen und gehen einfach in Raichu. Raichu sieht ja in dem Kampf ganz gut aus. Und die gehen auch in Torterra. Wir gehen an der Stelle auf den Knock-Off. Es würde halt covern, falls die drin bleiben wollen.
haben aber am ehesten eigentlich mit Ampharos oder Porygon gerechnet, weil sie, weil hier Ampharos ja eigentlich Evie war, aber sie gehen ins Torterra, um den potenziellen Voltswitch abzufangen und macht natürlich auch Sinn, verlieren dadurch ihre Leftovers. Nicht bad, aber wir sind natürlich gezwungen, jetzt rauszuwechseln. Gehen wieder in Executor. Die Gegner tun es so halbwegs predicten und gehen in Porygon. Muss man aber dazu sagen, dass wir dann gedacht haben, so, oh, wir wittern hier eine Chance. Psyshock ist nämlich ein potenzieller KO mittlerweile auf diese, oder nicht Psyshock, Giga Drain ist ein potenzieller KO, weil Porygon ja eben First Step ist. Und mit Life Orb Giga Drain sollten wir Porygon also eigentlich recht guten Schaden machen, vor allem mit dem Toxic noch drauf. Bleiben hier deswegen auch drin. Gehen aber erstmal auf den Trick Room, weil warum nicht? Dann können wir sicherstellen, dass Executor nicht einmal nur einen Kill kriegt, sondern vielleicht sogar mehrere oder zumindest einen guten Pressure aufbaut. Und ja, gehen hier dann für den Giga Drain, wie angesprochen, und nehmen Polygon raus. Yeah, Kill für Kokowai. Endlich, ich will, dass der was macht. Ich finde ihn schon ganz cool. Ja, die Gegner haben jetzt sind jetzt leicht unter Druck. Alles ist eigentlich Two-Hit-KO an der Stelle. Und sowas wie Silvelli kriegt halt massiven Schaden. Genau, entscheiden sich in die Death Wall Ampharos zu gehen. Allerdings haben wir Psyshock im Set, was sie noch nicht wissen. Und das killt an der Stelle immer. Deswegen können wir da problemlos einfach drauf gehen. Jetzt kommt Silvelli rein. Und wir dachten uns, okay, Kokowai ist low. Den Trick Room werden wir eh nicht mehr rauskriegen. Und dieses Silvelli, wenn es offensiv ist, kriegt 60% ungefähr. Und danach ist noch ein Zug Trick Room und dann können wir was anderes reinschicken. Selbst wenn sie so dieses SD Flame Charge Set sind, bringt das nicht viel. Und wenn dieses Silvelli weg ist, dann hat Kokowai schon einen sehr guten Job gemacht. Genau, und wir gehen ja auf Giga Train, um ein bisschen HP zu recovern. Man weiß ja nie, vielleicht haben sie keinen Move oder sind Supporter oder was weiß ich. Psyshock hätte auch nur 5-10% mehr gemacht, glaube ich, wenn überhaupt. Nee, es hat glaube ich die gleiche Base-Stärke, oder? Ja, das hätte glaube ich 2% mehr gemacht oder so. Okay, und wir sehen, die haben Ice Beam gedrückt, das ist schon... Ja, nicht Standard unbedingt, ich hätte jetzt eher mit einem Multi-Attack gerechnet. Aber jetzt wissen wir, dass die ein bisschen speziell sein müssen, sonst hätte es glaube ich nicht gekillt. Ja, also im Nachhinein habe ich erfahren, dass es komplett speziell offensiv war, also 252 Special Attack. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich jetzt erstmal nur gewusst, dass es irgendwie ein bisschen Investment haben muss. Genau, wir gehen in Akron und hoffen, dass wir den Head Smash treffen, sonst sieht es ja nicht gut aus. Gegner gehen ihren Safe Switch und oh, ich kann es kaum erkennen. Die haben noch 55% genau. Oder so. Und wir haben Ice Beam im Set und das macht 51 bis 59. Und wir dachten uns, wenn wir Ice Beam spam und Torterra wird vielleicht nicht unbedingt auf EQ gehen, weil Breezing recht obvious ist. Aber unser Ziel war eigentlich, Shelterra low kriegen und dann gewinnt Raichu schon fast. Weil der schneller ist als Draglock und schneller als Silvelli und nur noch Siberio einen Hit tanken kann. Ja. Genau, kriegen erstmal eine Minroll, aber ich lasse dich mal wieder erzählen. alles gut. Ja, wir kriegen hier eine Minroll auf Ice Beam. Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr sicher. Ich glaube, sie hatten noch so ein mini bisschen Investment in Spidef. Also deswegen war es, glaube ich, nicht ganz die Roll, die wir jetzt im Kalk hatten. Nichtsdestotrotz hätte das eigentlich auch töten können. Die Roll kriegen wir jetzt hier nicht. Die Gegner gehen aber auf Synthese, das heißt, wir haben jetzt hier nochmal die Chance und dadurch, dass wir jetzt 1% weniger haben als davor, ist die Chance eigentlich noch besser als davor. Sagen wir, okay, fuck it, wir gehen nochmal drauf ein und kriegen wieder nicht genug. Also, wie gesagt, das war, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Prozent Chance wir hatten, die zu töten, aber auf jeden Fall war halt das Potenzial da, die hier zu killen. Und im Nachhinein müssen wir auch ganz ehrlich sagen, haben wir auch ein bisschen ein Braindeck gehabt beim Preppen. Weil Ice Punch hätte halt einfach mehr Schaden gemacht als Ice Beam, auch gegen Full Fist Death Torterra. Also, warum wir da jetzt Ice Beam gespielt haben, ist einfach zu dank wahrscheinlich. Ja, vor allem hätte man dann auch ein Wesen spielen können. Genau, dann hätten wir dann auch ein Plus Wesen spielen können und dann hätte es noch mehr Schaden gemacht als Ice Beam und dann, keine Ahnung, hätte diese Sturz mit 74% noch überlebt. Ja, gut. Haben wir aber aus nicht. Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, der kann kein Ice Heap, aber. Ja, macht aber Sinn, wenn Megastolos das kann, dann sollte das Normales natürlich auch können.
Keine Ahnung, was Megastolos kann. Da habe ich auch noch nie Ice Heat drauf gesehen. Nein, man spielt auf Megastolos auch dauernd die Elemental Punches. Ja, ich habe immer nur die Stahlattacke, EQ, Curse, Rest Talk, keine Ahnung. Irgendwie Rocks. So. Ja, Body Press. Rocks, ja. Kann der Body Press? Ja. Okay. Ja, ich hab den mal gezockt, da gab's den Move noch nicht. Also, jetzt kommen wir mit Raboot rein, weil wir haben eigentlich gar nicht so schlechte Karten. Das Torterra ist jetzt so gut wie tot. Und ein totes Torterra bedeutet für unser Raichu, dass es jetzt die Attacken frei spammen kann. Gehen also hier im Reboot, um sicher auf die U-Turn zu gehen, das Kill rauszuholen und dann jemand anderen reinzukriegen. Gegen die meisten sieht Raichu halt immer noch ganz nice aus. Sollte das schnellste Mon auf dem Feld sein, solange Sibiru jetzt nicht irgendwie Scarf oder sowas ist. Und gehen aber hier in Silvery Ferry. Und verstehe ich absolut nicht. Das haben wir beide nicht wirklich verstanden. Können hier Silvery Ferry einfach rausnehmen. Haben uns dafür entschlossen, auf Volt Switch zu gehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir dann einfach nochmal hier in Weezing gehen können. Und Weezing tankt halt sowohl von dem Drachen als auch von Sibiru eine Attacke. Im Regelfall zumindest. Und dann können wir halt danach immer noch einen unserer offensiven Mons wieder reinbringen, wenn es notwendig ist. Der Drache kommt und wie gesagt, Shadow Ball überleben wir, auch wenn es guten Schaden macht. Zwei nicht mehr, aber Strange Team sollte den Drachen hier rausnehmen. Die gehen auch für den Shadow Ball, macht über die Hälfte. Wir Strange Team treffen Gott sei Dank und Draglok stirbt. Mini Dragapult. Genau. Und ich glaube, ich bringe es jetzt einfach kurz zu Ende, weil es ist nicht mehr viel, was im Kampf übrig ist. Die Gegner haben nur noch Biotic, revealen, dass sie Heavy Slam haben. An sich hätten wir eigentlich alles überlebt. Haben in dem Moment, glaube ich, auch kurz überlegt, ob wir, was hatten wir, Willow oder sowas wollten mit dritten Painspell? Nee, ich glaube, wir haben Gearsmoth. Ah, genau. SD, Aqua Jet hätte uns sonst. Stimmt. Ja, das Game gekostet. Also wir waren hier bereit, das Smogmog abzuwerfen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir dann eben jetzt hier verhindern, dass es auf Setup, weil plus 2 Aqua Jet hätte halt unser restliches Team dann rausgenommen. Dementsprechend mussten wir das Potenzial verhindern. Wir sehen auch, dass die Live-Ops sind. Und ja, jetzt kommt Reboot rein. Reboot tankt immer einen Aqua Jet ohne Probleme. Und jetzt können wir mit Low Sweep den hier rausnehmen und töten. Weil das gute Kikalo-Set hat keine Feuerattacke. Was sehr klug ist gegen Silvery Ferry. Ja, schon nice. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir es trotzdem geschafft zu gewinnen. Und ja, nochmal GG an Jones und Patrick. Die waren danach nochmal kurz im Talk. Und sehr liebe Boys. Die Sets, die sie gespielt haben, waren sehr wild. Also viele Sachen dabei, wo ich jetzt nicht gesehen hätte. Beispielsweise eben das Silvery, was komplett speziell offensiv war, ohne einen Stab-Move. Dafür aber mit Ice Beam und Draco, warum der Draco auch immer da drauf war, das wissen wir nicht. Oder einen Torterra, was unser Altaria oder Weezing einfach nicht trifft, weil das keine Stone Edge oder ähnliches hat, nicht mal Leech Seeds. Also es waren schon ein paar komische Sets dabei, aber gleichzeitig eben auch ein paar coole Sets. Zum Beispiel das Ampharos-Set war schon cool, muss ich schon zugeben. Also, ja, kann man schon mal spielen. Wir haben irgendwie auch nicht besonders gut gespielt. Also, ich weiß nicht. Altaria ein bisschen schnell weggeworfen und Ekron, weiß ich nicht. War vielleicht das Richtige, einfach dieses Shelterra loszuwerden. Aber am Ende war es irgendwie noch recht knapp. Wäre hier noch irgendwas Skurriles passiert, dann hätte man das, glaube ich, noch verloren. Obwohl wir das ganze Match eigentlich nicht so ein Bedrängnis waren. Naja, aber manchmal muss man auch schlecht spielen und irgendwie gewinnen. Ja, und Kokobai hat uns ja auf seinem Rücken gehabt, also. Ja, der war nice. Der war cool. Das Set war echt gut. Also nochmal Props an dich für die Trick Room-Idee. Hat mir sehr gut gefallen. Danke. Auch wenn wir nie dazu gekommen sind, Core Mind zu drücken, aber das ist egal, hat trotzdem 2 Kills geholt. Ja, das ist immer ein bisschen Glück und Zufall, ob ein Set aufgeht. Das ist richtig. So, das war der Kampf. Wir sehen uns im nächsten Kampf. Und ja, haut rein. Ciao.